Auf der Autobahn, da gab es heute eine folgenreiche Karambolage. Mehr jetzt in den Nachrichten, die hat für Sie Ingo Pöttig. Ja, passiert ist sie zwischen Mittenwalde und Westensee. Da hat es am Mittag einen größeren Auffahrunfall gegeben auf der Autobahn 13. 5 Personen wurden leicht verletzt. Laut Polizei hat offenbar ein Pkw kurz vor Westensee plötzlich verkehrsbedingt gebremst. 6 weitere Autos und ein Lkw konnten nicht mehr ausweichen und fuhren auf. Die 5 Verletzten, darunter eine Schwangere und ein Kleinkind, kamen in umliegende Krankenhäuser. Während der Aufräumarbeiten war die A13 in Richtung Berlin für 2 Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein 10 Kilometer langer Rückstau. Am jeweiligen Stauende ereigneten sich 4 Folgeunfälle mit Blechschäden.